Ja, schönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Mitglieder. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier zu unserer Vernissage für die Weihnachtsvorstellung. Das ist ja bekannterweise immer unsere kleine Weihnachtsfeier. Und ich finde es ganz toll, was da wieder für schöne Kuchen gekommen sind. Deswegen lohnt sich das schnell, das Feier zu organisieren. Da möchte ich vorher jetzt mal ganz herzlich bedanken bei den Damen, die das so schön gebacken haben, weil das schon zwei Wochen her ist, dass ich hier vom Römer geehrt wurde mit der Bürgermedaille, für die ehrenamtliche Tätigkeit. Deswegen kann ich also. Nur deswegen, vielleicht können sich andere auch so ein bisschen damit bewerben, wenn die so ordentlich ehrenamtlich bei uns mithelfen. Das ist nämlich auch ein Punkt. Das muss ja auch nochmal weitergehen. Da müssen wir möglichst viele Leute mit einbeziehen. Das müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. Das Jahr 1912 war für den Frankfurter Künstlerclub wieder zufriedenstellend verlaufen, meine ich jedenfalls. Da waren 12 Ausstellungen und dann 100 Konzerte und Lesungen. Dann sind auch wieder mit dem heutigen Tag 23 neue Mitglieder zu uns getreten. Eben haben wir ein neues Mitglied bekommen. Bisher waren es nur 22 dieses Jahr. Ja, das war so meine kleine Weihnachtsrede. Haben wir sonst noch was zu besprechen? Aber jetzt haben wir Renate Lomberg hier. Renate Lomberg, die wird uns jetzt mit einem kleinen weihnachtlichen Konzert beglücken. Thank you.
Jahr findet eine Gemeinschaftsausstellung statt. Eine Sommerausstellung, da wird immer ein Thema vorgegeben und dann die Weihnachtsausstellung. Die Weihnachtsausstellung hat natürlich für uns auch den Vorteil, dass wir Bilder hinbringen können, die wir jetzt einfach präsentieren, ohne eine Vorgabe. Und dann ist eigentlich immer so die Vielfalt, die dann also vorbeigebracht wird von den Künstlern, ist immer sehr interessant.